soll ich denn hingehen? Einfach mal. Einfach zu mir. Okay. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Tagchen. Hallo. Gern geschehen. Hallo. Aber du bist ja, glaube ich, Entschuldigung, Anke, siezen, duzen, suzen. Extrem egal. Ehrlich? Ja. Ich bin Christoph. Hallo Christoph. Tagchen. Anke. Hallo. Sehr schön. Wo ist denn das Glas hin? Gut, okay, danke. Wie ist die Lage? Die Lage ist gut. Ja, ja, die ist sehr, sehr gut. Ich komme gerade von etwas und gehe gleich zu etwas und bin so zwischen zwei schönen Happenings. Ja. War gerade bei TV Total mit Basti zusammen und wir haben ein bisschen erzählt von Lady Kracher und Pastewka. Und gleich gehe ich zu einer Probe mit der Band. Okay. Das heißt, du bist nicht nur Comedian, wie dich die meisten kennen, sondern Band heißt? Das ist eine Coverband, in der ich seit über 20 Jahren mitsinge. Und das ist ein großer Spaß. Wir beginnen morgen die Tour in Bremen und da müssen wir noch ein bisschen proben. Wie schaffst du das alles? Durch gutes Organisieren. Ja, ja, es wirkt wahrscheinlich manchmal so, als sei man ständig weg. Ist aber nicht so. Also so wir machen zwei Tourneen im Jahr mit je 10 Auftritten ungefähr. Eine zur Karnevalszeit, eine im Sommer. Das ist sehr überschaubar. Ja, kriegst du auch unter einen Hut mit eben, ich sag mal, Comedian im Fernsehen, Musik und Familie? Jo. Ja. Ja. Es ist wirklich wahrscheinlich ein verzerrtes Bild, das dann nach draußen geschickt wird. Man kann versuchen, das aufzuklären, aber ich kann auch verstehen, wenn Menschen das anders wahrnehmen, weil man ja doch ein bisschen präsenter wirkt, als man wirklich ist. Also ich drehe die 3 Monate im Jahr Lady Kracher und das war's dann eigentlich. Dann ist die Band unterwegs, dann mache ich ein bisschen Simpsons, dann mache ich ein bisschen Sendung mit dem Elefanten und synchronisiere was. Aber so ein Jahr ist lang und das ist bei mir dann halt Gott sei Dank nicht sehr voll. Ich habe die letzten Wochen praktisch nicht gearbeitet. Das heißt, du musst nicht viel arbeiten? Das ist alles relativ, ne? Also ich arbeite genug, aber nicht zu viel. Mhm. War das immer schon so oder hast du dir das ganz bewusst so eingerichtet? Ich glaube, es war immer so. Was unter anderem auch daran liegt, dass ich kein klassischer Macher bin und sage, hallo, ich habe eine super Idee, lass uns das mal machen. Denn solche Leute haben wahrscheinlich mehr zu tun als ich. Ich reagiere auf das, was sich ergibt. Ich bin da leider relativ passiv. Hat auch seine Vorteile. Ich muss mich nicht ärgern, wenn irgendwas in die Hose geht. Es war dann nicht meine Vision, die ich umsetzen wollte oder verwirklichen wollte, sondern es war eine tolle Idee von jemandem und wir haben es vermasselt. Wie ist das denn mit Lady Kracher? Da gibt es jetzt übrigens auch die 6. Staffel auf DVD. Ja. Ist das nicht etwas, was dir sehr ans Herz gewachsen ist? Ja. Weil man hat den Eindruck, du bist eins damit. Das ist wirklich mein Ding. Das ist wirklich mein Ding. Das habe ich jetzt auch zu meinem gemacht. Auch das war nicht meine Idee. Auch ich hatte nicht vor 10 Jahren die Idee, Sketche zu machen, die nicht mehr dem klassischen Sketch-Prinzip folgen. Sprich, Anfang, irgendwie Aufbau, Pointe, raus. Ja. Sondern es ist ja relativ... Erinnert ein bisschen an Loriot. So, ich wollte gerade sagen, es ist ja modern, aber es ist auf der anderen Seite auch oldschool, weil auch Loriot sich immer viel Zeit gelassen hat. Ja. Man sollte natürlich sich davor hüten, zu sagen... Ja. Habe ich ja jetzt gesagt. Ja, danke. Aber es geht schon in die Richtung, dass es eher Beobachtungen sind als so pointenorientierte Kracher. Nach was ergibt sich das, was du machst? War Lady Kracher so direkt eine Liebe auf den ersten Blick oder musst du erst überzeugt werden, irgendwas zu machen? Da musste ich überzeugt werden, weil ich ja aus der Wochenshow rauskam. Ich fühlte mich eigentlich sehr wohl in der Wochenshow und dann kam ein Produzent und sagte, hey, wir haben eine neue Idee. Das war dann Anke die Serie. Da war ich traurig und dachte, oh, nicht weg von Wochenshow, warum? Dann haben wir Anke die Serie gemacht, das war mittelerfolgreich, machte mir aber sehr, sehr großen Spaß. Und da schloss sich dann Lady Kracher an. Ich brauche ein bisschen Zeit, aber ich bin dann relativ schnell überzeugt. Ich brauche wirklich so meine Für- und Wieder-, Überdenk-, Durchdenkphasen. Durchaus. Also es war bei der Late Night nicht anders. Da habe ich auch, habe ich gesagt, das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Und dann haben wir besprochen, überlegt, wie können wir es machen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, okay, gut. Mhm. Ja. Ich würde aber dann nicht hinterher sagen, guck mal, das ist in die Hose gegangen, ich wusste es von Anfang an. Denn genauso kann man ja nicht sagen, bei etwas anderem, ich wusste von Anfang an, dass es ein Erfolg wird. Also ich lasse mich gerne auch auf Experimente ein. Empfindest du das als
ich sag mal, ein Glücksfall, weil du ja sehr lange schon dabei bist, immer wieder ganz andere Sachen gemacht hast, es immer auch mal weniger, mal extrem erfolgreich war, aber du nie so weg vom Fenster warst wie andere vielleicht, die man heute nicht mehr kennt. Auch das ist relativ. Eventuell war ich weg vom Fenster und die Leute haben es nur nicht gemerkt oder ich habe es nicht gemerkt. Das weiß ich gar nicht. Was war, da müssten wir weg vom Fenster definieren. Als Glücksfall empfinde ich, dass ich natürlich so tolle Möglichkeiten kriege. Das ist der Glücksfall. Dass ich jetzt, ob ich jetzt lange dabei bin und mich im Geschäft halte oder immer irgendwie da bin oder nicht, das finde ich egal. Das ist nie Maßstab und es interessiert mich auch wirklich nicht. Ja gut, aber nicht. Irgendwann geht es ja auch um, wovon man leben kann. Wenn man halt nicht mehr genannt, wenn der Name nicht mehr im Gespräch ist, da hat man ja auch keine Möglichkeit mehr, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also da würde ich aber immer denken, dass das auch selbst gemacht ist. Also wenn einer irgendwann nicht mehr gut ist, dann ist er auch nicht mehr gefragt. Ich hoffe, da gibt es noch relativ archaische Naturgesetze, auch im Showgeschäft. Das ist vielleicht naiv, aber ja. Ich würde mir das wünschen, dass Menschen nach der Qualität ihrer Arbeit auch bewertet werden und nicht nach irgendwelchen Trends und nach Hypes sogenannten oder nach so Prominenzgesetzen, sondern danach, was einer hinkriegt und womit er die Leute erfreut und was er gut macht. Hast du den Eindruck, dass das so ist? Nein, ich kann das jetzt nicht beurteilen, ja. Ob es bei mir so ist oder bei anderen. Ich würde mir das nur wünschen und habe bei mir so ein bisschen den Eindruck, dass es so ist. Also wenn ich dann Mist gebaut habe, dann habe ich zu Recht wahrscheinlich dann längere Zeit nichts gemacht. Also nach der Late Night war durchaus diese Phase, dass ich dachte, oh Gott, das war jetzt total falsch. Das habe ich nicht gut hingekriegt, das war nicht mein Ding. Ich mache jetzt mal eine Pause. Da haben die Kritiker zu Recht gesagt, das kann sie nicht. Aber also nicht, dass man dann beleidigt ist, sondern dass man dann kurz überlegt, was habe ich da jetzt vergeigt? Ja. Bevor man sagt, was haben die anderen? Weil die anderen spinnen oder die anderen haben alles falsch gemacht. Die Kritiker spinnen oder das Konzept war schlecht. Nein. Muss schon gucken, was habe ich dazu beigetragen, dass es schlecht war. Oder dann auch im anderen Fall gut. Das kann man ja durchaus auch reflektieren. Also ich bin ja nicht jetzt so ein Runterzieher. Ich würde mir wünschen, dass das so funktioniert. Ja. Hast du denn so einen breiten Rücken, dass du das so annehmen kannst? Weil das ist ja schon hart, wenn man da vor den Latz geknallt kriegt, das war jetzt schlecht. Es gibt bestimmt zwischendurch so Phasen, in denen man denkt, oder Momente, in denen man denkt, oh Gott, das ist jetzt alles echt ein bisschen doof gerade. Aber ich habe, glaube ich, was heißt breiter Rücken? Ist ja, das, breiter das Rücken, die ja. Redewendung? Hat Ina Müller letztlich im Interview gesagt, die sagte, nee, habe ich nicht. Ich habe nicht so einen breiten Rücken. Ich möchte eigentlich die Kritik nicht hören. Oh, dann habe ich doch, nö. Also Kritik hören finde ich in Ordnung. Ich bin jetzt aber auch nicht jemand, der solche Blätter liest, in denen solche Kritiken stehen, okay, die vielleicht auch ein bisschen unsachlich sind. Also da muss man sich auch überlegen, wie erwachsen man ist, ob man alles liest oder alles mitkriegt. Ja. Das ist zum Teil auch gar nicht meine Welt. Also dafür bin ich auch zu sehr eine normale Hausfrau und Mutter, die arbeitet. So blöd das manchmal klingt, weil es relativ funky ist, was ich als Arbeit angebe, so sehr entspricht es doch der Wahrheit. Also da muss man schon auf dem Boden bleiben und sagen, ich bin ja im Alltag auch jetzt nicht, werde ich ja nicht mit einer Kutsche durch die Gegend gefahren. Dem ist einfach nicht so. Ne? Also das müssen auch früher oder später mal bitte die sogenannten Prominenten mal begreifen, dass das die Tatsache ist und dass das ist das, was man nach draußen vermitteln sollte. Da ist natürlich noch was zwischengeschaltet, ein weiteres Medium, das gerne vermitteln möchte, Menschen, die im Fernsehen oder auf der Bühne sind, wie auch immer, die öffentlich sind, führen ein anderes Dasein. Da gibt es vielleicht ein paar, aber die sind eine ganz kleine Ausnahme. Der Rest der Showschaffenden führt ein relativ normales Leben. Das heißt, du kommst von der Arbeit, gehst auf einen Elternabend. Naja, natürlich. Ja, aber das machen ja wohl hoffentlich alle, die Eltern sind und verantwortungsbewusst mit dem Leben der Familie um. Natürlich. Das ist dann immer so blöd, wenn man das als exotisch darstellt. Oh, du warst einkaufen, wie du bist mit der Bahn dahin gefahren. Das sind wirklich nur irgendwelche Hiopais, die so tun wollen, als sei man was Besonderes. Das ist total verzerrt und ganz, ganz großer Unsinn. Hängt das von einem selber ab, ob die Öffentlichkeit auf einen so reagiert? Ja. Ja? Da kann man sich ja von befreien. Man kann ja sagen, ich habe mit dem Zirkus nichts zu tun. Kann man ja überspringen in diesen Zirkus.
oder den ausblenden, ja, oder wegschieben, von sich weghalten und sagen, habe ich nichts mit zu tun. Natürlich möchte ich ganz normal rumlatschen. Und das geht auch? Ja, das ist überhaupt kein Problem. Die Leute wollen das gar nicht anders. Also das, aber es muss ja auch eine sogenannte Klatsch- und Tratschpresse geben. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn es Arbeitsplätze gibt und Menschen glücklich werden. Und Klatsch und Tratsch hat es bestimmt in der Steinzeit schon gegeben, nur halt auf Steinplatten oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das war. Das macht man ja auch privat, man lästert über andere. So, genau, das macht man zu Hause nämlich auch. Man hat einen Film gesehen und geht aus dem Kino raus und sagt, sag mal, aber da. Und hast du das gesehen? Hast du das gelesen? Natürlich, das ist völlig okay. Aber in Maßen, also übertrieben finde ich das dann sehr anstrengend und lästig und halte es für große Zeitverschwendung. Mhm. Aber wie gesagt, das müssen auch Menschen machen und wenn die das lieben, okay. Aber du kommst mit Klatschpresse zurecht? Ja, da finde ich nicht statt und das ist super. Ja. Wie hast du das hingekriegt? Einfach nichts sagen? Ich bin vielleicht gar nicht so interessant. Also da gibt es nicht so viel, was interessant wäre. Und ich nehme es eventuell auch nicht ernst genug. Sind das auch manchmal PR-Leute, die Promis vielleicht in so eine Richtung bringen? Hey, du musst machen. Oder das weiß ich nicht. Ich habe in erster Linie mit Leuten, mit sogenannten, ja, Prominenten zu tun, die auch so grundentspannt sind und die auch so sagen, puh, das ist alles ein bisschen viel Zirkus. Insofern kann ich es nicht beurteilen. Gegenfrage. Ist das Gros der Prominenten von PR-Menschen getrieben? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das Gros ist ganz eben bodenständig. So. Aber es gibt einige, die es gerne hätten und auch alles daran setzen, dass es so ist. Nur ja, dann haben sie auch die entsprechenden Probleme. Ja, okay. Wobei manche sind halt, wenn man so jemanden nimmt wie Justin Bieber, da kannst du nichts gegen machen. Da gibt es dann einfach so einen wahnsinnigen Hype. Mhm. Da ist es, glaube ich, unmöglich. Da muss man erstmal damit leben und das vielleicht im Laufe der Jahre. Ich finde es so schade, dass ich als ganz normaler Mensch bis heute keinen Song von dem gehört habe. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich den hören soll, aber weiß, dass es ihn gibt und das Phänomen. Das kann doch nicht in seinem Sinne sein. Oder ist es in dem Sinne von so einem Typen, dass man seine Musik nicht wirklich in erster Linie wahrnimmt, sondern das Drumherum? Das weiß ich nicht, jetzt schickt man da nicht drin. Aber mir wäre das als Musiker nicht recht. Aber du hast ja auch wahnsinnig früh, ich glaube mit 14 habe ich dich jetzt... Mit 12. Mit 12? Mhm. Nee, mit 11. Wie bist du damit? Ich bin Jahrgang 65. Gab es damals nicht. Ja. Es gab nicht dieses Interesse weder von den Menschen vor der Kamera noch von den Menschen hinter der Kamera, da so ein großes Ding draus zu machen. Ich habe angefangen, Radio zu machen. Da gab es nicht viele Stationen. Da waren die privaten Stationen noch nicht eine Konkurrenz für die öffentlich-rechtlichen Stationen. Und da spielte man so nebeneinander her. Das war sehr überschaubar. Und beim Fernsehen genauso. Da waren auch Quoten noch nicht Thema, als ich begann. Und die Sendungen, die ich gemacht habe als Kind, die ich moderiert habe vielmehr, waren Live-Sendungen. Also da gab es auch kein Betupp. Also der Zuschauer wurde auch nicht veräppelt. Und es wurde nicht behauptet, etwas sei neu oder aktuell oder live. Es war wirklich live. Und Gespräche waren so, wie sie waren. Da wurde nicht hinterher geschnitten. Da wurde nicht was rausgenommen, wenn sich eine der beiden Seiten blamiert hatte, sei nun von der Moderationsseite oder von der Gastseite. Das war alles, wie es ist, 1:1. Das hat mir gut gefallen. Das hat mich auch gut trainiert und hat mich eventuell auch davor geschützt, völlig durchzudrehen. Von zu Hause her, das muss man auch immer dazu sagen, ne? Zu Hause ist auch wichtig. Also wenn zu Hause die Leute sagen, ist schön mit dem Fernsehen, aber ist auch nicht so wichtig. Auch mal Hausaufgaben. Ja, dann ist man natürlich auch schon auf der sicheren Seite, wenn da nicht so eine Bambule gemacht wird. Super. Ja, ich beschwere mich auch nicht. Können einige davon was lernen? Och, das glaube ich gar nicht. Ich bin gar nicht so sicher, wie man jetzt meine Haltung da einzuordnen hat. Also bestimmt gibt es mehr Menschen, die das aufregend fänden, in meiner Position zu sein und die Möglichkeit zu haben, sowas zu machen, als man denkt. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele. Also das sehe ich so an der Post, die ich bekomme und an den Reaktionen der Leute, oh, das ist so super, was du machst. Ich möchte das auch machen. Ich kann das auch. Ich kann auch ganz, ganz gut Witze erzählen. Daran merke ich schon, also, okay, dahin geht also die Reise. Was kann ich tun? Kann ich bei Lady Kracher mal mitspielen? Ich bin echt bei mir in der Familie der Lustigste. Okay, was schreibt man da zurück? Nee. Ne? Komm vorbei, dreh mit uns.
Ja, also ich glaube, da hat sich ein bisschen was verändert in den letzten 30 Jahren. Wobei, es verändert sich jetzt ja auch viel, weil wir sind ja auf YouTube, da werden wir am meisten gesehen, da kann ja jeder selber anfangen. Und da kommen ja Leute nach oben, die man vorher überhaupt nicht gekannt hat und die sind plötzlich Superstars, also, der Absurdame. Aber ehrlich gesagt, wenn Talent setzt sich ja durch. Wenn jemand wirklich tolle Ideen hat und tolle Sachen macht und kann und damit gut umgeht, dann ist da nichts gegen zu sagen. Das ist eventuell wirklich ein ganz positiver Effekt. Das ist ja, toll, ja. Ne? Weil ich da allein auf weiter Flur war, als ich begann zu moderieren als Kind, gab es da nichts. Und die das hätten vielleicht ausprobieren wollen und können und die vielleicht potenziell talentiert waren, die konnten sich ja nicht bemerkbar machen. Nee. Ne? Aber das ist heute der Fall. Das ist super, finde ich gut. Aber nochmal zu dem Thema Aufregung. Ja. Eurovision Song Contest, ist das was, wo du noch sagst, Ja. Das ist schon irre. Wahrscheinlich ist es noch nicht ganz bei mir angekommen, weil es noch ein bisschen dauert, bis wir das machen. Aber das ist schon der Knaller. Nicht, dass es mein Kindheitstraum gewesen wäre. Dann hätte ich das ja jedes Mal bei mein Kindheitstraum eintragen müssen in den lustigen Poesiealben und Diddlebüchern. Da hat wahrscheinlich, was will ich einmal werden, habe ich immer geschrieben 1,70. Habe ich nie geschrieben Moderatorin oder ein Drittel des Moderatorentrios beim ESC. Juhu. Das war nicht präsent ständig, aber ich habe 1974 wahrscheinlich den ersten Grand Prix bewusst wahrgenommen, bin da initiiert worden, wusste, aha, das ist meine Band, aber hat gewonnen, liebe ich seitdem. Wenn da irgendwas wenn da eine italienische Popschnulze gewonnen hätte, wäre ich heute Fan italienischer Popschnulzen, aber so ist es aber geworden und so ist meine Verbindung auch zum Grand Prix, wie wir damals noch sagten, entstanden. Das war mein Ding und ich finde das super, wenn Menschen mit ihrer Musik sich messen. Finde ich toll. Ich bin sonst kein Wettbewerbstyp, aber das finde ich super. Super, dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Ich glaube, den wirst du haben, oder? Ja. Das ist echt schwierig, weil ich das nur von zu Hause aus kenne und die Aufregung eigentlich immer sehr genossen habe. Was heißt die Aufregung? Den Nervenkitzel und dieses, habe ich das richtig eingeschätzt? Ich bin so ein Listentyp, habe immer Listen gemacht, auch für meine Freunde und Familie. Wir haben uns dann immer, irgendwie geeinigt auf den Sieger oder waren unterschiedlicher Meinung, je nachdem. Das werde ich diesmal nicht machen können. Ich habe die Zeit nicht und die Ruhe nicht. Ich glaube, ich habe da ein bisschen was anderes zu tun während dieser Veranstaltung, als meine Liste da zu führen. Oder vielleicht kann ich das machen mit Frau Rakers und mit Herrn Raab. Vielleicht können wir unsere interne... Ich weiß es nicht, aber ich fürchte, das wird ein anderer ESC für mich. Das wird neu. Deswegen muss ich es sehr genießen und darf mich nicht von irgendeiner Hektik da irgendwie verrückt machen lassen, weil ich eh nicht der Typ bin, der dann hektisch wird. Ich lerne meinen Text. Und wenn eine Lampe umfällt, dann muss ich darauf reagieren und dann muss ich auch mal kurz meinen Text verlassen und improvisieren. Mehr ist es ja dann doch nicht. Und dann ist es ja fast auch egal, wie viele Leute zugucken. Man muss es ja für 10 Leute genauso toll machen wie für 100.000 Leute oder für 100 Millionen. Gut, viel Erfolg dabei. Danke. Das war's schon? Nein. Ach so. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit eingeplant, Freunde. Ich habe jetzt... Abendessen.